Die Geschichte um und über die Gemeinde Koblach hat eine jahrhundertelange Tradition. Schon in der Mittelsteinzeit wurde die Gegend bevölkert. Koblach ist somit die älteste bekannte Siedlung in Vorarlberg. Über die Zeit gab es natürlich einige Entwicklungen, welche die jetzige Gemeinde prägten. Ein vor allem wirtschaftlich tragender Punkt war die Stickerei. Um die Jahrhundertwende brachte die Handstickerei eine wirtschaftliche Blütezeit nach Koblach. In vielen Häusern waren die alten Handstickmaschinen zu finden. Das Heimathaus von Bischof Erwin Kreutler war eines davon. Das Haus war damals Standort einer der traditionsreichen Maschinen. Eine davon steht heute noch und ist auch noch voll funktionstüchtig. Ja, die Gemeindemitglieder von Koblach sind durchwegs bäuerlich gewesen. Und dann ist durch die Schweiz und durch die Erfindung der Stickmaschine ist die Ware von der Schweiz nach Vorarlberg gekommen. Das kann man gut anschauen, wie das im Land, das geht von Geisau, Ufer, Höchst, Luschnow, Hohenems, Alltag, Meder, Koblach bis Monager. Und dann fangen sie erst wieder sozusagen Feldkirch in leichter Stufe wieder Rugell an. Da bin ich zum Friseur geschickt. Und dann gesagt, er soll die Haare abschneiden. Und da bin ich zum Friseur und hat gesagt, ja, wie weit? Er schreit gerne als ab. Und dann hat er mir eine Glatze geschnitten, totale Glatze. Und dann bin ich heimgekommen. Und dann sind sie immer überrascht gewesen. Und dann haben sie gleich einmal geholt. Ich glaube, der Vetter Ernst hat das Foto gemacht. Ja, wir haben zum Fenster raus müssen schauen mit einer Totalglatze. Ja, ja. Auf null. Auf null. Ja. Bischof Erwin Kreutler ist seit dem Jahr 1965 zuerst als Missionar und später dann als Bischof von Xingu in Brasilien. In seiner Jugendzeit in Koblach war auch er natürlich mit der Stickerei sehr verbunden. Stickerei war ja ein Familienbetrieb gewesen. Also der Vater hat gestickt, der Täti, Mutter hat gespannt und ich habe gefädelt. Also von der Schule ist man heimgekommen, von der Volksschule. Am Nachmittag haben wir die Hausaufgabe gemacht und gleich die Stickerei. Das ist jahrweise, möchte ich sagen. Gerade nach dem Krieg, wo die Stickerei wieder gekommen ist, dort war das unser Erwerb gewesen. Wir hatten aber auch noch eine kleine Landwirtschaft gehabt. Also wir sind als junge Leute, als Kind, sind wir integriert in die Familie. Wir haben mit schaffen müssen. Da ist uns absolut nichts eingefallen, dass das zu viel wäre. Im Gegenteil. Wir haben uns eigentlich wohl gefühlt. Und man hat dann auch die Familie erlebt beim Schaffen. Also nicht bloß mit Tagessen oder bei anderen Gelegenheiten, man hat es beim Schaffen noch erlebt. Vater hat gestickt, Mutter hat gespannt, wie ich schon gesagt habe. Und ich habe gefädelt. Das Heimathaus von Erwin Kreutler wird nun saniert und die alte Handstickmaschine bekommt einen neuen Platz in Koblach. Sie wird als Museumsstück auch für die Zukunft erhalten bleiben. Der Familiengedanke und die enge Verbindung zur Stickerei wird aber sicher auch in Zukunft ein fester Bestandteil in der Familie Kreutler bleiben.